Meine Katze gestern fast gestorben. Und ich war richtig traurig. Dank deinem Videos ging es mir besser. Freut mich, Bro. Weißt du, was ich mich frage? Können Tiere nicht Herzinfarkt bekommen und so? Geht das? Aber ist, glaube ich, ein bisschen seltener, oder? Weil die Tiere sich relativ ernähren. Gesund. Weil die halt nur gewisse Sachen essen. Meinung ist ja immer, Peter wegen Geld bleibt. Ach, oder schwierig. Wollte er dazu meine Meinung wissen? Also ich persönlich finde, die Tatsache, dass bei MAP bei Paris bleibt, der kriegt ja insgesamt 600 Millionen. Genauer gesagt, MAP bekommt in 3 Jahren auf sein Konto 450 Millionen. Er bekommt 300 Millionen Handgeld und er bekommt im Jahr 100 Millionen netto. Das Handgeld kannst du die 50% Steuern abziehen. Da kriegt er 150 Millionen von, wegen Paris 50% Steuern. Und die jährlich 100 Millionen sind netto, also kriegt er insgesamt 450 Millionen. Paris gibt insgesamt aus, wenn die ihm netto 100 Jahr pro Jahr geben, kriegt er im Jahr 200 Millionen von Paris, wenn man die Steuern auch noch dazu rechnet. Also bekommt MAP insgesamt, was Paris bezahlt an MAP in 3 Jahren, der reale Betrag ist 900 Millionen. Macht ihn für mich unsympathisch. Ich verstehe euer Punkt. Ich finde das auch nicht richtig. So. Aber ich muss halt noch auch dazu sagen, ich glaube, man kann da nicht so seine Meinung drüber bilden. Weil ihr wisst alle, Perez ist selber ein Wichser, der auf Spieler scheißt, den es gefühlt nur um Geld geht, den es gefühlt nur um Titel geht. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Wie Ronaldo zum Beispiel damals behandelt wurde. Ich meine, kann man MAP es verüblichen, dass der Perez auf eine Art und Weise ein bisschen Hops genommen hat? Weil spätestens, wenn MAP irgendwann selber 35 wäre und bei Real Madrid sein Leben lang gespielt hätte, hätte man den, glaube ich, auch auf den Hof gejagt wie Ronaldo damals. Wenn er versteht, worauf ich hinaus will. Bruder, sind halt beide irgendwie madig. Was? Perez ist madig und MAP ist auch madig. Ist alles irgendwie mochen, nur um Geld. Aber MAP hat halt Perez hops genommen, indem er nicht gewechselt ist. Spätestens in 10, 15 Jahren wäre es wahrscheinlich andersrum gewesen. Der hätte MAP genommen, hätte ihn 10 Jahre lang schön für seinen Verein spielen lassen, alle Titel abräumen lassen. MAP hätte seine Ballon d'Ors bekommen, bla bla bla. Da hätte er den wahrscheinlich aus dem Hof gejagt. Ich finde, Fußball kannst du irgendwie vergessen inzwischen. Da geht es nur noch um Geld. Oh, ich bin Polizist. Nice. Ich sage euch, wahrscheinlich wird das so sein. MAP wird bis 26 bei Paris bleiben. Und wenn er in der Leistung ist, die er bringt, und mit 26 wird er ja noch besser sein, dann wird Real Madrid dem wieder ein Angebot machen. Ist einfach so. Perez kann so stur sein, wie der will. Der wird im Endeffekt wieder trotzdem MAPs Eier in den Mund nehmen. Wenn MAP der beste Spieler der Welt wird, dann mit 26. Ist einfach Tatsache. Und wenn der dann zu Paris wieder bleibt mit 26, ich weiß nicht, was der dann für Angebote bekommt. Dann wird er wahrscheinlich ein Jahr, dann wird er bestimmt ein Milliardenvertrag bekommen. Beziehungsweise der wird wahrscheinlich, dem wird wahrscheinlich angeboten, der Präsident von Paris zu werden, damit er bleibt. Hört mir mal zu, Jungs und Mädels. Sowas hat es noch nie in der Fußballgeschichte gegeben. Vergiss mal das Geld. Er hat einfach Mitspracherecht. Wer Transfers. Wer wird Trainer? Bruder, der ist einfach höher als der Club. Er darf einfach mitentscheiden. Wenn er sagt, den möchte ich nicht im Team, dann kommt er nicht ins Team. Die Leute, die in Paris spielen wollen, die müssen nicht mehr zu den Präsidenten, sondern die müssen erstmal MAP überzeugen, dass der MAP den will. Das hat nichts mehr mit Fußball zu tun. Ein Spieler darf niemals so viel entscheiden. Ein Spieler muss doch Respekt haben vor seinem Trainer. Schaut mal bei Real Madrid. Ein Bale, der konnte nichts machen irgendwann, weil der Trainer den einfach nicht spielen lassen. Ein Trainer hatte die größte Macht. Ein Trainer hat immer die Macht. So. Aber jetzt, wenn in einem Trainer MAP krumm kommt, der kann dann direkt zur Wüste schicken. Ich finde, nach der Sache mit MAP ist für mich fußballtechnisch echt alles flöten gegangen. Ja, Fußball kannst du komplett in die Tonne treten. Hat gar nichts mehr mit Fußball zu tun. Es geht da einfach nicht mehr um Sport. Es geht da nur noch um Geld. Naja, scheiß drauf, wir zocken jetzt. Ich brauche jetzt erstmal Waffen. Ich hole mir jetzt ein Auto, dann hole ich mir Pistolen. Mein Herzensmensch. Jungs, ich brauche euer Auto. Es ist ein Notfall. Ey! Du wurdest von dem Server gebannt, Trolling, Holzi, ach du Scheiße, Alter. Ich schätze mal wieder einen Supporter, der wieder Welle schiebt. Denkt, er hätte was zu sagen. Irgend so eine Scheiße sollte es wahrscheinlich wieder sein. So früh schon Support-Geschnack, oder wie kann ich das verstehen? Wo ist denn Discord von denen? Vielleicht habe ich sogar einen Admin ein Auto geklaut und der hat mich dafür gebannt. Das kann auch sein. Ich weiß es nicht, wir werden es jetzt erfahren. Er hat mich einfach gebannt, Bruder, direkt im Discord. Ach du Kacke. Kann mal jemand nachschauen, Mod, wer ist Holzi, der mich gebannt hat? Welchen Rang hat der? Geh mal da rein und sag mal, ich will mit dem Projektleiter reden. Moderator, also blau, okay. Irgendein Moderator hat mich einfach gebannt auf Machtdemonstration. Ich war doch cool hier mit allen Projektleitern und so. Die waren alle korrekt zu mir. Geh mal rein, versuch mal mit den Projektleitern zu reden, dass sie mich entbannen soll, dass ich mal mit denen reden kann oder so. Kann nicht sein, dass sie mich einfach bannen, Bruder. Die waren doch voll korrekt zu mir letztens. Wir haben noch geschnackt hier mit Projektleiter, hat mir Auto gebracht und so. Ich habe das Gefühl, dass da wieder einer Macht demonstrieren will und wieder aus der Reihe tanzt. Die bannen euch alle? Werdet ihr alle gebannt? Boah, der Hurensohn ist, glaube ich, ein bisschen seine Macht am Ausüben, ja?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Ding ist, was er macht, legitim. Er bannt, glaube ich, einfach alle willkürlich. Nee, nee, wir klären das, Bruder. Ich lasse das nicht so, ich lasse mich nicht einfach so bannen. Holt mir den Owner. Macht euch schon mal alle bereit, eventuell einen Server gleich ein bisschen zu besuchen. Connectet schon mal langsam auf den Server drauf. Wer nicht hören will, der muss halt fühlen, was soll ich sagen. Dürfen auch modden, ne, von Hacke modden, dies, das distanziere ich mich. Macht einfach RP. Gleich, wenn ich euch Bescheid sage. Ankündigung. Ich würde gerne erstmal das Gespräch mit dem Owner und einem Höhergestellten suchen. Kann sein, dass der es vielleicht undercover macht. Ich warte noch ein paar Minuten. Was jetzt? Kann ich jetzt mit jemandem sprechen? Owner, Mona, irgendwas? Die Leute von letztes Mal, die in meiner Nähe waren, wo sind denn die? Die waren auch voll korrekt zu mir angeblich. Bist beim Discord embannt? Okay, ich bin embannt. Dann wollen wir mal schnacken. Die haben mich wieder gebannt. Warum bannt der mich? Letzte Chance, Five City. Ansonsten müssen wir halt wieder RP machen auf dem Server. Wie immer. Das ist die letzte Chance. Ich habe lange genug jetzt gewartet. Mach die Ankündigung schon mal bereit, aber sag, warte auf mein Zeichen. Was soll man machen, oder? Die Leute wollen anscheinend RP mit uns machen. Oh, auf dem Server sind 83 Leute drauf. Eben waren 40. Kann es sein, dass 40 Leute gerade aktiv sind und RP machen? Alle schon mal auf dem Server drauf. Five City. Wartet auf mein Zeichen, bevor ihr mit eurem grandiosen RP anfängt. Die Ankündigung kannst du schon mal abschicken. Ich möchte jetzt von euch grandioses RP sehen. Ich will den Server 540 ein bisschen unterstützen, damit die einen neuen Spielerrekord haben. Weil ich den Server ja so feier, weil die so ein grandioses RP drauf haben, wie ich mitbekommen habe. Er sagt, du hast bei Pell gelutscht. Ja, bestimmt, Bruder. Ich habe auch den Job bekommen, oder? Ich habe auch die Waffen bekommen, oder? Innerhalb von 10 Minuten. Interessant. Der heute soll mal mit mir schnacken. Der Peach. Hat nicht mal Eier zu reden, die kleine Fotze. Der hat dich gebannt, weil er sagt, er will dir keinen Content geben. Ach du Kacke. Five City, du hast doch. Ihr habt mir doch gerade Content schon gegeben. Das ist doch schon Content. Das ist der beste Content, den ihr mir geben könnt. Content gerade. Zu beweisen, dass ihr scheiße seid. Das ist der Content, den jeder liebt. Heute sagt, du löst bei Pell. Ach, Bruder. Ich zeig euch mal Aufnahmen von Five City. Schaut mal hier. Wer lutscht bei wen? Schaut mal jetzt genau. Ich zeige euch, wer hier bei wen lutscht. Ihr werdet gleich was zum Lachen haben. Kannst du den da warnen, den hier? Da kommt der Projektleiter schon angetrödelt. Kannst du ihn bannen? Projektleiter, was sagst du dazu? Deine Antwort? Ich höre. Ich mach lauter, damit ich das besser verstehen kann. Jo, ich mach schon, mach schon. Ah, er macht schon. Okay. Projektleiter gibt anscheinend, den kann man anscheinend Befehle geben, so wie ich mitbekommen habe. Und er macht dann diese Sachen. Mal Gib dir mal bitte einen Perma, ja, den Mach ich. Okay, interessant, interessant. Hat der Projektleiter auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Weiter geht's. Schau mal, Samu stirbt hier. Ich bin tot. Was machen wir jetzt? Ich bin legitim gestorben. Schauen wir mal, was aus der Sache passiert. Meine Waffen sind weg. Schaut Alles mal gut. jetzt. Alles gut, ich muss dem Boss die Sachen wiedergeben. Kriegst das. Tails habe ich hier von vergessen zu geben. Pistolenmagazine brauchst du. Gefreite. Ich war kurz weg. Hat der schon das Sperma abgeschluckt oder ist es noch nicht so weit? Hat der? Okay. Ach ja, ich habe noch mehr. Warte. Schauen wir mal, wer noch hier noch nuckelt. Hallo, Hallöchen. Was geht? Was ist denn los? Werde ich jetzt Was gebannt geht? oder Warte mal wie? ganz kurz, warte mal ganz kurz. Ich Wir mach haben kurz jetzt einen hier Stream, online gezogen, ich weißt werde entsorgen oder wie? du? Nee, hör auf. Geht mal raus aus dem Edit, ist doch alles gut, Mann. Hier, ganz kurz, wir müssen halt teilweise leider Leute von dir wegbannen, die bei dir im Stream sind. Ich betone leider. Das ist der Projektleiter? Also ich weiß ja nicht, wer hier gerade so dasteht, als würde der den Schwanni im Mund haben. Gerade bei dir war der gerade jetzt ein Bug-Using gemacht, den haben wir auch direkt weggehauen. Das ist Holzi? Nein, das ist nicht dieser Holzi, oder? Ist hier Holzi dabei? Er hat also hier auch mal Sperma geschluckt, gerade in der Situation. Ach du Kacke. Holzi, Sperma geschluckt erst und dann so, oder was? Ach du Kacke. Der Linke, der gerade redet, der mein Sperma schluckt. Ich will ja nicht unhöflich sein, Jungs, aber könnt ihr ein bisschen weniger reden, damit ich nicht so viel schneiden muss später? Ja. Weiß nicht, wer hier gerade blowt. Du, Samo, Ja? willst du einen Ladenraub machen, weil das geht gerade nicht. Das geht erst, wenn vier Cops da sind und das sind gerade Ja. nur. Admin kommt persönlich vorbei, um mir zu sagen, ob das Ladenraub nicht geht. Also, ich weiß ja jetzt nicht. Also, jetzt hatten wir insgesamt, glaube ich, vier oder fünf Supporter, die schon den Pimmel im Mund hatten. Es werden halt immer mehr und mehr, ne? Die Teamleitung wollte vorhin das krasse Auto zeigen. Der Teamleiter wollte dir vorhin das krasse Auto zeigen. Ich war eben auf dem Dach und Teamleiter meinte, Samo, guck mal hier, krasses Auto und so. Soll ich die Stelle euch auch raussuchen? Okay, Moment. Der Owner ist, glaube ich, gerade in der Nähe und guck mal, der hat mir ein Fahrzeug gezeigt. Ich war aber nicht im Spiel, jetzt hör zu. Die Escobar Ja, das muss City. er fahren. Ey, das Das musst du muss gleich ich fahren, fahren. Samu, das Fahrzeug. Ich sehe gar nicht gerade IC, ich bin Ja, gerade in der. alles gut. Mach mal fertig und das musst du dann fahren. Aha, okay. Da wird schon der Penis richtig für den Mund genommen, wie ich mitbekommen habe. Ich glaube, mehr muss ich euch nicht zeigen, oder? Wer hier will, den Penis geleckt hat, ist ja, glaube ich, offensichtlich zu erkennen. Da wurde der Penis richtig für den Mund genommen. So fett, dass man den wahrscheinlich nicht mehr rausbekommt. Penis-Lutsch-Action, so wie ich es nennen würde.
Ja, die Leute sind halt geil drauf, den Pimmel in den Mund zu nehmen, was soll ich sagen? Den Pimpim. Hör auf, hier große Fresse zu schieben im Chat, Alter. Du bist eine kleine Fotze, bist du. Ich meine, Cojones hast du hier mit mir zu schnacken, du kleine Muschi, Alter. Du Muschmusch. Oh Mann, ey, wer hat dich zum Supporter gemacht, Alter? Letzter Versuch. So. So, guten Tag. Holen wir auch noch den Projektleiter dazu. Der ist gerade nicht da. Irgendjemand, der höher ist als du. Ist tatsächlich keiner da. Du Also, kannst ich mir kann nicht da nicht erzählen, dass die kommen. plötzlich alle weg sind. Der reist raus. Du bleibst drin, der Gäste Ja, reist warte, jetzt klar. draußen. Ja, ich ziehe. Hol mir Wieso? irgendjemand, der ein bisschen noch höher ist als du. Ja, Tut ich mir habe leid, dein niemanden, das ist Projektleiter. das Problem. Irgendjemand, als ob da keiner da ist. Du willst es mich doch verarschen an einem Sonntagabend. Man hört sich im Stream, bist du damit einverstanden? Ja, alles gut. Ich will jemanden, der. Alter, die waren doch eben online, da waren zwei, drei Leute eben online. Ja, ich weiß es nicht. Noch mit Wie gesagt, Kakashi. es ist keiner Wer da. ist Kakashi? Kakashi ist Community Manager. Soll ich ihn fragen, ob er mit reinkommt? Einen Moment. Auf einmal sind sie alle off, Alter. Das gibt's doch nicht. Projektleiter, Teamleitung, alle offline oder was? Schönen guten Tag. Was So. geht? Kakashi, man hört dich im Stream, bist du damit einverstanden? Ja, passt. Warum Du bannst du wirst mich nicht jetzt wissen, ohne warum du Grund? gebannt wurdest, Ich oder? hab doch gar nichts gemacht. Warum bannst du mich überhaupt? Du hast dein Auto geklaut, richtig? Was ist dein Auto oder was? Nee, nein, nein, ich war im Noclip da, ich war gar nicht Oh dabei. Gott, Also, Alter, wegen Autoklauen gibst du einen ja, Permaban? Was hat also, Autoklauen ja. damit Trolling zu tun? Was ist mit dir? War das dein Hauptaccount, mit dem du drauf warst? Ist egal. Ich hab Nee, es doch. ist nicht, weil dann wäre es Bannumgehung und dann habe ich nun einen falschen Grund angegeben. Wen juckt? Projektleiter und die anderen, die wussten doch, dass ich drauf war. Die hatten nichts dagegen. Bist du denn entbannt? Hey, was redest du? Ich war doch vorgestern auf dem Server. Die waren nur alle um mich herum. Der Projektleiter hat mir sogar Autos gespawnt. Kakashi, weißt du davon was? Ja gut, Ich wenn es weiß davon. Projektleitung gemacht hat, dann passt ja eigentlich. Deswegen möchte ich mit Ja, dem Projektleiter auch reden, damit der auch mal checkt, was du hier für eine Machtausübung gemacht hast, damit der mal mit dir ein bisschen die Ohren lang zieht. Na. Hol mir den. Ruf den an, WhatsApp, irgendwas. Hab ich nicht. Schreib dir Doch, erzähl mir kurz. keine Scheiße, als ob der Projektleiter nicht da ist. Owner muss da sein, euer Stellvertreter, an einem Sonntag um 21:47 Uhr schwitzen wir jetzt in einer fetten Primetime. Einer der größten Primetime-Zeiten ist keiner von den Davids mitzählen. Es ist tatsächlich so, ja. Erzähl mir doch keine Scheiße. Ruf den an. Schreib den privat, der soll kommen. Schon geschrieben. Also die Tatsache erstens, dass du mich einfach ohne Grund bannst. Für Autoklauen. Ich bin Polizist, ist dir klar, ne? Ich habe Polizeijob auch noch. Und ich habe den Leuten gesagt, als ich das Auto genommen habe, ist ein Notfall, ich brauche ein Auto. Hörst du, was ich hier sage? Ich bin Polizist. Ja, ich weiß. Ich habe dich gehört. Warte mal. Also Die rein kann theoretisch jetzt ist es sogar das mit Unternehmen. RP-Hintergrund, weil ich gerade in einem Notfall war und irgendwo einen Raubfleisch anfahren musste. Was für ein Notfall war denn? Ja, ist doch Das kannst scheißegal. Ich hatte halt einen Notfall, das habe ich den Leuten auch Stimmt. gesagt. Ich habe davon auch einen Clip, dass ich sage, es ist ein Notfall, ich brauche das Auto jetzt. Ich würde sagen, Autos klauen ist kein Banngrund, Holzi. Das stimmt ja eigentlich auch. Perma Ja, sowieso richtig. nicht. Richtig. Das ist kein richtiger Banngrund. Aber wenn du mir jetzt sagst, was Nein, für ein nein, nein, Notfall nein, ist, nein, nein, hör auf zu lügen. Du hast deine Macht ausgeübt. Du hast die ganzen Nee. Leute, die vor mir reingejoint sind, mit Zigzag Fanboy alle weggebrannt. Deswegen will ich den Owner jetzt hier haben. Ja, Damit er mal richtig. sieht, was du hier für eine Scheiße verzapfst Richtig. als Moderator. Richtig. Den habe ich, die habe ich alle weggebrannt, weil die zum Ich Teil möchte auch den Owner jetzt gemoddet hier haben. haben. Ich möchte jetzt Der jemanden ist nicht haben, der was da. zu melden hat. Der Du ist nicht holst mir da. den. Der ist nicht da. Wie soll ich ihn Kommt dir holen? jetzt. Soll ich Der jetzt kommt gleich zaubern wieder. oder wie? Wo ist der denn, der Kakashi? Der hat doch gerade gesagt, der ist gleich wieder da. Nee, nee, wir warten auf den Owner. Als ob der keine Nummer von dem WhatsApp, irgendwas von dem habt. Nee, habe ich nicht. Ah, und du sagst zu mir, ich hätte beim Pell gelutscht. Dafür hast du auch. Du hast ja anscheinend keine Ahnung, dass ich mit Pell was zu tun hatte. Woher weißt du das angeblich, wenn ich gelutscht Das hätte? war zwar nicht jetzt, sondern davor, weiß ich das. Von Ah, davor. okay. Okay, dann holen wir den Nicht nur. Projektleiter. Jetzt war gerade nicht da. Ich will auf jeden Fall mit dem Projektleiter reden, damit der sieht, was du hier für eine Scheiße verzapfst. Dass ich die Leute, die dir hinterher joinen, RDM und auch Modden banne Hör auf dafür. zu lügen, hör auf zu lügen. Die Leute sind einfach in Discord gekommen und haben dich einfach gefragt wegen irgendwas. Du hast sie einfach direkt weggebannt. Hör auf Achso, sie. die! Achso, die hier in Discord, Ja. die, die gesagt haben, entbannt Sachs, du Schwanzlutscher und so. Ja, die habe ich Hör gebannt auf zu dafür, richtig. lügen, hör auf zu lügen, hör auf irgendwelche Beleidigungen zu erfinden. Meine Moderatoren waren auch da, hast du auch weggebannt, die würden niemals beleidigen. Richtig, der eine war da. Der hat gesagt, ich soll dich entbannen. Er hat Ja, mit den habt deinen, ihr auch gebannt, den habt ihr auch gebannt. nee, den habe ich nicht gebannt. Der wurde aber Der erste, gebannt. der eine, den habe ich nicht gebannt. Ich habe nur gesagt, er hat mir den Namentag von dir geschickt und dann habe ich dich entbannt. Von der Main-Account von Discord. Damit du drauf kommst. Und darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Habe ich ja schon gesagt, man hört euch im Stream? Seid ihr damit Ja, einverstanden? alles Kommt gut. eventuell Am auf Anfang YouTube, ist seid ihr auch noch. damit einverstanden? Ja, Ja, alles gut, passt. alles gut. Kakashi, was sagst du dazu? Findest du das zu berechtigt, was er hier macht?
Also, einen Moment. Der also eben, die ganzen Leute von mir weg, der beleidigt mich oder so, ohne dass ich was gemacht habe. Ich bin 10 Minuten lang, habe ich noch versucht, das Gespräch zu suchen. Du hast mich 10 Minuten lang warten lassen, wiedergebannt auf Discord und so. Du hast richtig deine Macht ausgeübt. In Hans-Dieter Schlauch. Also, woher soll ich wissen, dass du das bist? Erzähl mir das bitte. Warum, ich war nicht in deinem Team. Ich habe im Discord nicht mal geredet. Du hast mich gemoved, einfach gebannt. Daran erkennen wir ja schon, was du da machst. Ja klar, wenn... Du bannst nur einfach Randoms... Einfach Leute, die gerade neu gejoint sind, die vielleicht eine Frage im Support haben, die bannst du einfach. Ich bann jeden, der dir hinterher gejoint ist und RDM hat uns gefolgt. Es gab doch gar keine Anzeichen, ich bin im Discord-Talk reingegangen, ich heiße einfach nur Hans-Dieter der Schlauch. Ich hab nichts gesagt, du hast mich einfach gebannt. Ja, richtig, richtig. Das ist Machtausübung und du musst dafür auf jeden Fall deine Ohren angezogen bekommen. Und wo ist das Machtausübung? Ich ja, meine, das werden wir gleich mal besprechen mit deinem Vater. Mit meinem Alias, Vater. Alias Projektleiter, wie ich es betonen würde. Projektleiter würde ich auch eher sagen. Ja, ja, meine ich ja. Ist ja das Gleiche. Richtig. Wahrscheinlich für dich. Nee, tatsächlich nicht. Ja, werden wir gleich sehen. Als ob du die Nummer von dem nicht habt. Irgendjemand? Nee, also ich hab die nicht. Die waren doch eben noch online. Ich konnte doch der eben noch schreiben. Zwei waren online. Teamleitung und Owner. Stellvertreter war auch online kurz. Das kann sein. Weiß ich nicht. Ich guck nicht so drauf, wer online ist. Entweder die haben dich offline gestellt oder du bist da irgendwie... Kakashi, hast du irgendwelche Methoden, den zu benachrichtigen? Ich hab den gerade auf Discord, aber der meldet sich nicht. Markiert den 10-mal. Keine Antwort. Das Ganze kommt mir ein bisschen spanisch vor. Also um 21.52 Uhr in der Primetime an einem Sonntag? Weiß ich nicht. Ich meine, du siehst es doch selbst im Discord, wer alles online ist. Und ich kann nicht mehr machen, als anschreiben und sagen, dass jemand herkommen soll. Du machst halt nicht sowas, ja? Ja, nee, du hast hier eine Rolle bekommen als Supporter. Ich weiß nicht, was ist im realen Leben los? Hast du da irgendwelche Probleme, gar nichts zu melden, dass du hier irgendwie so eine auf Ding machst, als wärst du was? Wie kommst du jetzt da drauf? Aber deine Macht ausübst, du bannst mich. Erstens falscher Grund, Trolling. Zweitens die angemessene Uhrzeit, also Permaban auch nochmal komplett falsch. Und dann wie so ein Fan im Chat schreiben, die ganzen Leute beleidigen, Leute wegbannen, teilweise Leute bannen, die mit der Sache gar nichts zu tun haben. Also, ich habe niemanden gebannt, der nichts mit der Sache zu tun hat. Warte mal, Kakashi, wie würdest du diese Situation einschätzen? Als was würdest du sowas einkategorieren? Ja eben, du hast nichts gemacht. Man kennt deinen Namen, man kennt deinen Content, so, das stimmt, aber du hast nicht reingeschaut, du hast nicht erdämmt, etc., etc., ist kein Banngrund, ehrlich gesagt. Und wie würdest du das Ganze beurteilen, als das, was der da alles gemacht hat? Eben, wie schon gesagt. Machtdemonstration. Also, wie gesagt, den einzigen, den ich vielleicht zu Unrecht gebannt habe, du kannst mir vielleicht gleich auch die Situation erklären, warum du das Auto geklaut hast und nicht nur mit, ich hatte Notfall oder so. Kannst du mir erklären, dann kann ich dich auch wieder entbannen. Aber die anderen, alle... Nein. Haben halt ich will gar nicht entbannt werden. Ich will jetzt mit einer Person reden, die irgendwas zu melden hat. Mit dir habe ich gar keinen... auf deine Entbannung kann ich verzichten. Okay, gut. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Nein, ich will, dass du deinen Vater rufst. Ja, der bannt mich einfach. Ach du Kacke. Das ist tatsächlich die Definition von Hurensohn. Wusstet ihr nicht, was Hurensohn bedeutet? Das ist die Definition. Ein totaler Vollversager. Der denkt, der wäre was, Bruder. Der ist im Real Life wahrscheinlich so ein richtiges Opfer. Im realen Leben bestimmt nichts gerissen. Denkt, der wäre was. Alter, du bist Moderator bei Five City, ein 0815-Server, der 10 Spieler drauf hat, in der Primetime gefühlt. Und du denkst, du wärst es. Wie gut, dass solche Leute nur auf solchen Servern Supporter sind. Teamleitung, Projektleiter etc. glaube ich tatsächlich nicht, dass die offline waren oder nicht da waren. Bruder, die waren alle online. Die haben einfach nur Angst, mit mir zu reden. So weit ist es schon gekommen, dass die Projektleiter sich davor fürchten, mit mir zu reden. So weit ist es schon gekommen, dass die Projektleiter nicht mal mehr mit mir reden möchten. Also ich weiß ja nicht, aber was habe ich denn getan, dass die Leute plötzlich so krass Angst davor haben vor einem Gespräch? Die Teamleitung ist jetzt mit denen im Call? Ja, ja. Also hat der Teamleiter von alles gewusst und der hat dem vorgeschickt oder was? Oder wie kann ich das verstehen? Also ist ja das ist ja noch trauriger. Die haben Angst davor... Mit zu reden? Oder was ist da los? Ach du Scheiße. Er war der Sündenbock. Ich sag mal so, er ist natürlich auch ein Huren, aber Projektleiter und Teamleiter und die ganzen Schänze sind wahrscheinlich noch schlimmer, wa? Die hinter den Kulissen versuchen, irgendwas an den Drähten zu ziehen, aber es nicht gut hinbekommen. Alter, wie Fremdscham. Oh, mein Stream wurde gemeldet. Ergriffene Maßnahmen wie immer keine. Schade, nächster Versuch. Ach du Scheiße, Jungs. Glaubt ihr mir das? Projektleiter... Teamleiter etc. haben Angst davor, mit zu reden. Ach du Scheiße, Bruder. Die stellen sich einfach offline. So weit ist es schon gekommen, dass die Projektleiter sich offline stellen und nicht reden wollen. Jetzt ist in der Channel Teamleitung. Ja, glaube ich dir. Wie dumm, dass sie ihre Sachen nicht privat gestellt haben, sodass keiner sehen kann. Ich glaube, die haben das Video mit Smoke V gesehen und haben Angst bekommen.
Ich habe gerade einen Screenshot bekommen, wie die Pell gerade im Talk sitzt. Also Teamleitung und so. Ach du Scheiße. Management, Teamleitung. Double D ist gerade im Talk am Schnacken mit Holzmann und Kakashi. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Komm, Support, ich bin Double. Wollt ihr eine zweite Runde oder was ist da los? Noch eine Runde? Runde 3 oder Runde 4, wie ich es betonen würde. Oh, warte, ich bin in meinen richtigen Account reingegangen. Ja, in meinen richtigen Account gehe ich in so einen Kackserver gar nicht drauf. Ihr kriegt höchstens einen Akkord mit Hans-Dieter Wurst. Mehr ist da auch nicht. So, Samu. Um was geht's denn jetzt überhaupt? Wer ist denn Ellie? Er ist eine Supporterin. Ja, okay, dann Holzmann kann mitkommen, du und der Rest kann raus. Kakashi kann vielleicht auch noch drin bleiben. Macht ja gar keinen Sinn, jetzt irgendwelche Leute zu involvieren, die damit nichts zu tun haben. Nee, tatsächlich bin ich gerade in einem anderen Spiel und deswegen ist sie dabei. Als ob du von nichts weißt. Ich spiele Dead by Daylight gerade, deswegen bin ich auch offline gestellt. Ich verstehe. Weißt du, worum es geht? Grob, du wurdest gebannt und mehr weiß ich auch nicht. Man hört dich im Stream, bist du damit einverstanden? Ist mir relativ egal, ja. Eventuell YouTube-Video, bist du damit auch einverstanden? Das ist mir auch relativ egal. Okay. Ellie, bist du damit auch einverstanden? Ja, jo, passt. So, guck mal, ich bin auf den Server drauf gekommen. Der Holzmann hat mich einfach gebannt. Perma, weil ich ein Auto geklaut habe als PDler. Und ich hab den Leuten gesagt, ich brauch das Auto gerade. Ich hab einen Notfall, bla bla bla. Der hat mich direkt Perma gebannt. Hat Trolling geschrieben. Hat wie ein Fanboy meinen Chat beleidigt, dass ich es hacken würde bei PL, dies, das, obwohl es eher andersrum war, aber dazu später. Hat alle Leute, die auf dem Discord waren, beleidigt, weggebannt, Fanboy, Zigzag, weggeballert, richtig Macht demonstriert. Ja, das war es halt nicht auch schon. Ich denke, was soll das? Die Leute im Discord hat er wahrscheinlich gebannt, weil die angefangen haben zu spammen und DM zu schreien die ganze Zeit. Nee, das kann nicht stimmen. Ja doch, wir haben auch... Das kann nicht stimmen. Der hat mich auch mehrmals im Discord gebannt. Der hat mich eben auch wieder gebannt. Warum? Kakashi, du hast mir doch eben selber sogar zugestimmt. Warum wurde ich gerade eben wieder gebannt? Und musst du Holzmann fragen? Also nicht mich. Wer hat mich gerade eben gebannt? Holzmann. Warum hast du mich gerade wieder gebannt? Ich kann das genauso sagen wie eben gerade. Ich kann dich gerne wieder entbannen. Nein, darum geht's ja gar nicht. Warum hast du mich gerade eben im Discord gebannt? Ja, aus dem gleichen Grund wie vorher auch. Weil du gesagt hast, du willst auf diesen Scheiß-Server hier sowieso nicht entbannt werden. Ich hab nicht Scheiß-Server gesagt. Du hast dann auf Server auf jeden Fall nicht gut geredet, beziehungsweise nicht neutral zu denen geredet. Alter, wer hat dich Schanzdeutschland nicht zum Supporter gemacht? Kannst du mir das so beantworten? Wer hat dir Cocklecker nicht die Supporter-Regel gegeben? Oh, jetzt fängst du aber an zu beleidigen. Nein, das ist keine Beleidigung. Wer hat dich zum Supporter gemacht? Du bist ja der größte, schlechteste Supporter. Soll ich dir mal was sagen? Wieso bin ich der schlechteste Supporter? Erzähl. Du bist der schlechteste Supporter, den ich jemals gesehen habe. Du hast alle getoppt. Du bist bei mir aktuell auf der Rangliste 1. Du hast Göcker mit Hoshauch, seinen Pokal hast du ihm weggenommen. Aber wieso denn? Weil du als Supporter nicht taugst. Alles falsch gemacht. Du bist schlecht. Du bist einfach nur ein Schnittlauch. Ich erzähl dir jetzt was. Ich weiß nicht, was da im Real Life los ist bei dir. Auf jeden Fall scheinst du im Real Life ein richtiges Opfer zu sein, was ich mir nicht anders erklären kann, der im Real Life nichts zu melden hat und versucht hier mit Supporter-Rollo irgendwie ein bisschen Macht zu demonstrieren. Kann das sein? Okay, nee, stimmt eigentlich nicht, aber ist in Ordnung. Na, es stimmt. Es macht ja gar keinen Sinn. Alles, was sie gemacht hat, ist auf Machtdemonstration aus. Aber wieso? Ich habe zu dir gesagt, ich entbanne dich gerne wieder, wenn du mir sagst, einen vernünftigen RP-Hintergrund, warum du das Auto geklaut hast. Das habe ich dir gesagt. Hör auf, ganze Zeit den einen einzigen Punkt anzusprechen, den du überhaupt hast. Erstens, ich habe den Leuten gesagt, es ist ein Notfall. Und selbst wenn es kein Grund wäre, das ist kein Permagrund. Alter, wer hat dich zum Supporter gemacht? Für Autoklauen Permagrund? Lass mich doch ausreden. Für Autoklauen? Was? Ich war doch... Was für Ausreden? Was redest du? Du hast doch gar nicht mehr geredet. Ich habe angefangen zu reden. Du hast doch Scheiß wieder im Mund. Ich habe doch weiter geredet. Was redest du? Okay, dann machen wir weiter. Ich nehme die Situation mit dem, dass ich dich gebannt habe, mal weg. Wir machen mal weiter mit den Leuten, die ich danach alle gebannt habe vom Discord und auch hier auf dem Server. Hier auf dem Discord, weiß gar nicht, wie viele DMs ich gekriegt habe und wie voll der Discord-Server zugespammt wurde. Auf dem Server haben die dann dementsprechend auch VDM'd, RDM'd und gemoddet. Ist alles deine Schuld. Ist meine Schuld. Warum sollten die Leute aus dem Nichts plötzlich sowas machen? Die haben es nur gemacht, weil du ein schlechter Supporter bist, also weil du wieder Macht demonstriert hast und das hat die Leute abgefuckt. Deswegen sind die auf den Server gekommen und haben ein bisschen Action gemacht. Du hast selber dem Server komplett diesen Schaden zugefügt. Du bist selber dabei. Aber ich muss ehrlich sagen, es war eine sehr, sehr kurze Action, weil, wie lange habe ich gebraucht? Nicht lang, 20 Minuten? Ich weiß, das ist auch das Einzige, was du kannst. Mach demonstrieren. Aber Holzmann, du darfst nicht vergessen, im Real Life bleibst du ein Opfer. Ja, okay. Du machst die Hausaufgaben wahrscheinlich für den Mustafa jeden Tag. Und der Mustafa nimmt wahrscheinlich auch deine Freundin durch. Hausaufgaben. Und du weißt das wahrscheinlich auch. Du musst das wahrscheinlich sogar mit der Kamera filmen, denke ich mal. Höchstwahrscheinlich, weil anders ich mir das nicht erklären kann. Und wahrscheinlich wird deine Mutter gerade in dem Zimmer auch durchgenudelt. Und du bist gerade ein bisschen GTA am Zocken. Ich denke, also, so ist dein Real Life ungefähr, weil ich mir das anders nicht erklären kann.
warum du so bist. Aber was ich mir nicht erklären kann, wie man jetzt so respektlos und herablassend so reden kann. Ich meine, schön und gut, nee, jetzt lass mich aber ausreden. Ich kenne dich als Person nicht. Hat jemand gesagt, dass du Ich kenne dich als Streamer nicht. Aber wie man jetzt so einfach auf einer Person rumhacken will, weil du jetzt perma gebannt wirst aus einer Situation heraus, verstehe ich nicht, auf eine Person reinzugehen. Du musst das unterscheiden zwischen Wahrheit und Lüge. Es ist ja die Wahrheit, dann ist es ja keine Beleidigung mehr, verstehst du? Ja, aber es geht ja darum, konstruktive Kritik abzugeben. Ja, ist ja konstruktive Kritik, ist auch die Wahrheit. Nee, wenn ich jetzt hingehe und sage, du so eine Schwarze, dann muss er wird neben Zeit durchgenommen. Hab ich gar nicht gesagt? Du bist gerade auf seinem Privatleben. Ja, woher willst du das denn wissen? Elli? Vielleicht habe ich die gestern durchgenommen, die Mutter. Kannst du gar nicht wissen. Das hat gar keinen Sinn, mit so einem wie dir zu reden. Ja, dann verpiss dich raus. Das hat doch gar keinen Sinn. Dann verpiss dich raus. Warum reden wir RP zocken so und geh dich bevorzugen lassen. Du bist wahrscheinlich RP am Zocken, weil du Real Life vom Typen bist. Ja, genau, ja. Ist doch schön, dass du es bist wahrscheinlich kennst. Real Life zu hässlich, wa? Komm, mit dir kann man doch gar nicht reden. Ich weiß, wahrscheinlich relativ im Keller ist. Hallo. Hab sie kurz rausgemoved. Mein Gott, ey. Was will die denn, Alter? Kommt aus der Ecke gesprungen. Also, ich hab meinen Standpunkt erklärt. Du hast dann gesagt, dass ich ein Schwanzlutscher bin und fertig. Akzeptiere ich so, dass es deine Meinung ist und fertig. Also Double D. Solche Support habt ihr auf eurem Server, was der hier für einen Schaden angerichtet hat. Der hat den Serverruf wieder so in den Boden gezogen mit so einer Scheißaktion. Also ich möchte dich jetzt einfach mal ganz kurz unterbrechen, Samu. Erzähl mal. Erstens, so pass auf, ich verstehe so, dass du dich jetzt gerade vielleicht auch hochredest, so, aber wie du mit den Leuten hier gerade umgehst, finde ich nicht in Ordnung. Du könntest einfach ganz normal mit den Leuten reden, auch Elli, sie hat dir nichts getan. Diese Frauenfeindlichkeit würde ich jetzt gerade nicht unterstützen, die du gerade gezeigt hast. Was für Frauenfeindlichkeit? Was habe ich denn Frauenfeindliches gesagt, du kleiner Sohn? Hm? Double D. Eben noch offline gesteckt, kleine Klöten in der Eier und jetzt plötzlich große Fresse, Frauenfeindlichkeit. Was redest du? Hast du noch nie in deinem Leben eine Frau abbekommen, du kleine Muschi? Redest mir was von Frauenfeindlichkeit? Ja, da würde ich mich auch rausschneiden, du kleine Fotze. Kommt der mit, was für Frauenfeindlichkeit? Was redet dieser Holzkopf? Was ist das für ein Memmen? Alter, man hat keine Karten mehr aus der Tasche. Man versucht da irgendwas aus dem Arsch zu ziehen. Und Double D, du kommst jetzt in meinen Stream rein. Und du wirst dich für diesen Begriff bei mir entschuldigen, mit dem Frauenfeindlich, das ist Rufmord. Du kannst mich gerne für beleidigen anzeigen, kannst du machen, kriegst du ein bisschen Geldstrafe, vielleicht höchstens. Aber musst erstmal Anwaltskosten ein paar tausend Euro bezahlen. Aber für Rufmord ist es nochmal eine andere Liga, eine komplett andere Liga. Für diesen Rufmord, was du da gerade betrieben hast, mir Frauenfeindlichkeit zu unterstützen, nur weil ich eine Frau... Es ist halt eine Frau, ich beleidige Typen, ich beleidige Frauen. Soll ich, weil das eine Frau ist, die nicht beleidigen? Hä? Macht doch gar keinen Sinn. Gleichberechtigung. Bist du im Support mit mir? Egal, ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ob du eine Frau oder ein Mann bist, ich beleidige. Wenn ihr zu hohl seid, um die Sache zu checken. Double D, ich gebe dir eine Chance. Du nimmst deine Aussage jetzt zurück. Ansonsten bekommst du was von mir wegen Rufmord. Hol mir Double D. Der ist jetzt weg. Da machen wir es anders. Double D, ich gebe dir 5 Minuten, hier reinzukommen und deine Aussage zurückzunehmen und zu revidieren. Ansonsten werde ich dementsprechend wegen Rufmord rechtliche Schritte einleiten. Was, deine Aussage, die du da getätigt hast vor so vielen Leuten, die akzeptiere ich nicht. Nur weil ich einfach eine Person beleidigt habe, nur weil die gerade im Talk ist. Ich habe nichts Frauenfeindliches gesagt, dafür gibt es keinen Grund. Deswegen, 5 Minuten hast du Zeit. Schreib dem, 5 Minuten hat er Zeit. Ansonsten richte ihm aus, was ich gerade gesagt habe. Jetzt schreibt ihn gerade. Was ich vorhin noch sagen wollte, bevor die ganze Situation halt ja so entstanden ist, ich habe mit der Projektleitung geredet, wir waren kurz im Talk. Ich weiß, dass er auch offline ist, ich weiß, dass sie sich alle offline gestellt haben, weil die, keine Ahnung. Ja, der ist im Urlaub, der ist halt nicht da. Er meinte, dass du wieder entbannt wirst, die Situation war unnötig. Das habe ich dir auch vorhin gesagt, dass ich dich wieder entbannen kann, wenn du mir... Das interessiert mich gerade nicht. Ich will, dass Double D hier antanzt und seine Aussage sich dafür entschuldigt bei mir und das komplett zurücknimmt. Das ist sehr gefährlich, was er da sagt. Und das ist so ein krasser Rufmord einfach. Ja, nee, beleidigen tue ich, ja, gebe ich zu. Ich bin jemand, der mal ein bisschen ab und zu beleidigt und so. Aber das, was er sagt, ist wieder was anderes. Das sind 2 Paar Schuhe. Die 2 Sachen kannst du mir nicht vergleichen. Aber warum hast du denn beleidigt? Ich meine, wegen den ganzen Beleidigungen finde ich jetzt nicht schön. Ja, aber du kannst Beleidigungen nicht mit sowas vergleichen. Das ist was ganz anderes. Okay. Rufmord ist was ganz anderes. Er versucht, meinen Ruf zu schädigen vor so vielen Leuten. Das lasse ich nicht zu. Zeig doch einfach, dass du was Besseres bist und fertig. Ja, ja, guck mal. Beleidigen ist eine Sache und das, was er da gemacht hat, ist eine andere Sache. Das sind 2 Paar Schuhe, das sind 2 Welten. Was ist jetzt dein Problem, Samu? Ich werde dich wegen Rufmord anzeigen auf jeden Fall, weil du mir diese Sache unterstellt hast, nur weil ich einfach ganz normal beleidigt habe. Ich gebe dir jetzt die einzige Chance, die du hast. Du wirst dich jetzt öffentlich bei mir entschuldigen und diese Aussage zurücknehmen. Für frauenfeindlich. Ich habe lediglich beleidigt, kannst du mir sagen. Gebe ich auch zu. Aber warum gehst du auf diese Schiene und versuchst meinen Ruf zu schädigen? Erzähl mal. Ich versuche nicht deinen Ruf zu schädigen. Ich wollte dir sachlich erklären, dass ich okay finde, wie du hier mit den Leuten redest. Ja, das ist ja okay. Aber Frauen ist wieder was anderes, ne? Das ist wieder ein komplett anderes
Thema. Vielleicht war es nicht frauenfeindlich, dann entschuldige ich mich, wenn es nicht frauenfeindlich war. Für mich kam es in dem Moment gerade so rüber. Vielleicht habe ich das einfach gerade nur auf dem Heimohr nicht richtig verstanden. Wie gesagt, ich spiele gerade nebenbei Dead by Daylight. Ich fand es nicht in Ordnung, wie du hier mit den Leuten redest. Guck mal, das ist das gleiche, wie wenn du sagst, beispielsweise Johnny Depp hätte seine Frau geschlagen oder Johnny Depp hätte seine Frau beleidigt. Das sind zwei Paar Schuhe, das sind zwei Welten. Okay. Verstehe. Hast du gesehen, was das angerichtet hat bei dem? Wegen so einer Aussage, die nicht mal bestätigt wurde, was man damit anrichten kann. Guck, was er jetzt macht. Der ist vor Gericht gegangen und verklagt ja auf 50 Millionen wegen sowas. Wie gesagt, verstehe ich. Mein Standpunkt ist immer noch der, wir können hier sachlich miteinander reden. Wir können über den Bann gerne reden. Ich habe mir jetzt auch gerade noch den Clip angeguckt, warum du gebannt wurdest. Du warst Pedila, gut, du wolltest im RP jetzt ausspielen, dass du das Auto für einen Einsatz brauchst. Mhm. Jedoch ist das Auto klauen an sich eine illegale Aktivität. Illegale Aktivitäten als Pedila sind komplett verboten. Du darfst bei uns einfach nicht korrupt sein, weil wir in der Vergangenheit damit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Daraufhin hatte ich Holzmann jetzt halt gebannt. Ich würde jetzt einfach anbieten, diesen Bann wieder wegzunehmen. Mit Absprache der Projektleitung. Da kannst du einfach ganz normal bei uns weiterspielen. Aber warte mal. Mit Korruption hat das nichts zu tun. Das passiert auch im Real Life, dass FBI zu einem Zivilisten geht und sagt, das Auto brauche ich jetzt. Ist ein Notfall. Und nimmt das einfach weg. Und dann bringt das im Nachhinein zurück oder was weiß ich. Was hat das mit Korruption zu tun? Ja gut, das ist eine Sache, über die wir reden können. Das ist halt Ansichtssache, wie man das ansieht. Also wenn du jetzt sagst, ey, das Auto klauen im Einsatz wäre für mich jetzt keine Korruption. Ist das ein gutes Argument? Dann können wir das Regelwerk in dem Zusammenhang überarbeiten und dann ist das alles gar kein Problem. Selbst wenn das Cope wäre, was es nicht ist, das ist trotzdem kein Permagrund. Korruption ist bei uns ein Permagrund, das ist leider so. Es ist aber kein Korruption gewesen. Ja, darüber könnten wir jetzt reden. Der hat mich nicht gebannt wegen Korruption, der hat mich gebannt, weil ich ein Auto geklaut habe einfach. Als Pedila. Richtig. Das habe ich dir auch jetzt schon 4 oder 5 Mal gesagt. Das Auto geklaut hast. Was Bruder, hast du gemeint, ich verstehe es einfach nicht. Du redest dich so raus. Dann würdest du mich doch nicht wegen Trolling bannen. Was redest du? Du wusstest doch nicht mal, dass ich Polizist war. Was siehst du aus dem Arsch? Du hast es doch gar nicht gewusst. Warum kommst du plötzlich mit korrupt? Ach du Scheiße, das ist ja voll peinlich. Du hast mich doch eben selber noch gefragt, ob ich Pedealer bin. Du hast es doch gar nicht gewusst. Wie kommst du jetzt darauf, dass du mich deswegen gebannt hast? Ein Grund, dass du zu diesem Zeitpunkt gar nicht gewusst hast. Erzähl mal, woher hast du das denn gewusst? Kannst du etwa in Zukunft schauen oder was? Du warst als S-Dealer anscheinend angezogen, ja. Was redest du? Du hast das noch gar nicht gewusst. Ich hab dir das gesagt eben. Hättest du mich wegen der Korruption gebannt oder diese Autoklauen, dann hättest du entweder Autoklauen geschrieben oder du hättest korrupt reingeschrieben. Nee, tatsächlich nicht. Bei unter eine bestimmte Anzahl von Spielstunden schreibe ich Trolling rein. Ach du Scheiße, Mann. Du hast dich so gerade selber wieder die Scheiße geredet. Natürlich, du wusstest gar nicht, dass ich Pedila bin und jetzt kommst du plötzlich, dass du mich gebannt hast wegen Korruption. Macht es halt einen Spaß, so zu lügen? Ist das nicht auf Dauer anstrengend, immer so viel zu lügen? Wieso so viel zu lügen? Schwör auf deine Mutter, du wusstest, dass ich Pedila war. Was soll ich jetzt hier auf irgendwas schwören, hä? Ja, schwör doch. Warum sollte ich jetzt auf irgendwas schwören? Ja, schwör, dass du wusstest, dass ich Pedila war. Warum sollte ich jetzt schwören, hä? Warum nicht? Es ergibt doch gar keinen Sinn, dass ich jetzt hier anfange zu schwören oder sonst was. Ja, schwör doch, wenn du dir so sicher bist und in der Behauptung bist, dass du es gewusst hättest. Du laberst so viel Scheiße, wie kann man so viel liegen? Ach, das Scheiße. Du wusstest nicht mal, dass ich Pedila bin und der kommt einfach mit Korruption plötzlich. Wie peinlich. Du bist echt Spitzenreiter mit den Lügen. Ich bin ja sowieso der schlechteste Supporter von deiner Seite. Ja, wenn du so viel Spaß dran hast zu lügen. Naja, scheiß drauf. Die Glaubwürdigkeit von dir ist wirklich schon seit Gefühl einer Stunde schon weg. Und noch was, Double D. Jo. Guck mal, du hast mir eben unterstellt, Frauenfeindlichkeit. Dafür möchte ich erstmal von dir erstmal eine dicke Entschuldigung. Aber Hab ich schon gemacht, wenn du keinen Alzheimer hast? Ja, mach's nochmal. Warum soll ich mich zweimal für die gleiche Sache entschuldigen? Ich habe gesagt, wenn es so nicht so war, dann tut es mir leid. Für mich kam es in dem Moment so rüber. Das habe ich gesagt. Okay, zweimal. Okay, dann erkläre ich dir jetzt mal was, Double D, damit du es mal verstehst. Was ich gemacht habe, ist. Ich habe den Holzmann ein bisschen gefrontet mit ein paar Mutterwitzen, was weiß ich, dies, das und so weiter. Ja, Mann, ist so. Erstmal über Alzheimer lustig machen, dann von Frauenfeindlichkeit reden. Was für eine Doppelmoral. Aber ich habe den Holzmann eben ein bisschen gefrontet mit ein paar Mutterwitzen, dies, das, etc. bla bla bla. Da habe ich die Frau, weil sie sich eingemischt hat, auch gefrontet. Genauso wie der Mann. Weil ich mir egal ist, ob das eine Frau ist oder ein Mann ist. Jetzt frage ich dich. Warum bin ich, wenn ich Holzmann beleidige, nicht männerfeindlich oder irgendwas in der Art, aber wenn ich die Frau genauso in der Art ein bisschen vielleicht beleidige, sogar weniger war das, bin ich frauenfeindlich? Warum? Warum bevorzugst du die Frauen so? Warum ist das eine frauenfeindlich und das andere ist Beleidigung? Warum ist das so?
Erzähl mal. Erzähl, ich höre. Was soll ich denn erzählen, Alter? Ich habe mich jetzt entschuldigt quasi. Hab dir angeboten, dich zu entbannen und mehr gibt's dazu nicht zu sagen, also. Ja, okay. Deswegen überdenk das mal nochmal. Ändere nochmal bitte nochmal deine Denkweise. Also das, was du da machst, ist wirklich, das führt dafür, dass wir in eine Atmosphäre kommen, die Gesellschaft so sich entwickelt, dass nicht Frauen benachteiligt werden, sondern dass Frauen bevorzugt werden, so wie du es machst. Und die Männer irgendwie immer die Bösen sind. Wobei ich lediglich, ich habe Holzmann sogar noch krasser beleidigt. Also zu der Frau habe ich, ich habe die Frau nicht mehr beleidigt. Ich habe gesagt, nur IC, lass den Arsch pudern und so habe ich gesagt. Und das sagt er schon als frauenfeindlich, aber dass ich Holzmann seine Mutter fronte, dies, das und so, im Sinne von naja, Jokes, das also, ist natürlich wieder Beleidigung. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, oder was? Das, obwohl das eine schlimmer war. Also warte mal, also wie er auch eigentlich eben gerade, also vorhin gesagt hat, dass er nur mit ein Ohr so zugehört hatte und das so aufgenommen hat. Und dafür hat er sich doch schon entschuldigt. Ja. Er hat so aufgenommen, weil er anscheinend gerade auf was anderes konzentriert war und das nur so nebenbei mitgekriegt hat. Und dafür hat er sich doch entschuldigt. Ja, klar doch. Und damit finde ich doch, dass die Sache so mitgegessen ist. Ja, okay, alles klar. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß, Double D, viel Spaß beim Arschpudern von den Frauen und Holzmann dir auch viel Spaß beim Weiterlügen. Haust rein. Das ist Schläuche. Ich bin der Letzte auf der Welt, der frauenfeindlich wäre. Bruder, ich habe eine Mutter. Ich habe eine Freundin. Aber ich finde das so schlecht. Diese Menschen machen die Gesellschaft kaputt. Mir zu sagen, es wäre frauenfeindlich, wenn ich zu der Frau ein paar Sachen fronte. Aber wenn ich dem anderen seine Mutter beleidige, ist das eine Beleidigung. Aber bei der Frau ist es frauenfeindlich? Hä? Diese Menschen machen die Gesellschaft sehr, sehr krass kaputt. Er geht in diese Schiene, weil er wahrscheinlich nicht anders Frauen beeindrucken kann. Er versucht, ein bisschen feministisch zu sein, damit er so ein bisschen vielleicht in der Hinsicht ein bisschen vielleicht eine Frau bei Frauen pucken kann oder was weiß ich. Das ist wahrscheinlich das Ding. Scheiß auf den Müll. Als ob ich da... Alter, er bannt mich doch nicht, Alter. Als ob mich das juckt, Alter. Das ist aber 18 Leute. 18 Leute, Alter. In der Geburtstagsfeier von meiner Nichte, die eben stattgefunden hat, vor 2 Stunden waren sogar mehr Leute beteiligt. Alter, da mache ich ja mit den RP Real Life, Alter. Was soll ich denn hier mit 18 Leuten?